Herzlich willkommen zum Tag des offenen Denkmals, zu unserer Videoführung. Mein Name ist Gabriele Rösch und ich präsentiere Ihnen das Gebäude hier am Hühnerposten 1, wo seit 2004 die Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg Hauptmieterin ist. Wir gehen mal näher zum Gebäude und dann erzähle ich Ihnen ein bisschen was über die Historie. Dieses Gebäude ist eine ganz spannende Mischung aus Neogotik und Expressionismus. Und das resultiert daraus, dass dieses Haus in zwei großen Bauphasen entstanden ist. Werfen wir mal einen Blick zurück auf die Historie. Vor gut 100 Jahren, um 1900 herum, wurde das gesamte Gebiet hier um den Hauptbahnhof und die Gleisanlagen umgestaltet. Und das machte auch erforderlich, dass ein zentrales Postamt entsteht mit direktem Gleiszugang. So entstand dann hier an der südlichen Seite vom Hauptbahnhof in der Gleisgabelung ein zentrales Bahnpostamt mit 7 Gleisen, die hier ins Haus hineingeführt haben. Und man kann das noch schön sehen, wenn man hier runterguckt auf die heutige Ebene des Parkhauses. Da sehen wir diese Bögen und da führten direkt die Gleise ins Haus hinein und die Pakete und Briefe konnten verladen werden. Der Straßenanbindung erfolgte dann an der hinteren Seite des Hauses am Hühnerposten. Und dieser Hühnerposten gab dem Haus seinen Namen und tut es auch noch heute. Woher kommt der lustige Name Hühnerposten, werde ich immer wieder gefragt. Es ist überliefert, dass hier auf der östlichen Seite vom Gebäude früher ein Wachposten stand. Und dieser Wachposten war an der Stadtgrenze und er lag sehr ländlich, war abgelegen, es gackerten angeblich die Hühner drumherum und der Wachposten war bei den jungen Wachleuten äußerst unbeliebt, weil er eben so entlegen war und wurde, so sagt es die Überlieferung, abfällig von den Wachleuten Hühnerposten genannt, weil es eben hieß, ach, ich muss da wieder hin und bei den Hühnern Wache schieben. Am 17. Juni 1906 eröffnete Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich dieses Haus als kaiserliches Bahnpostamt. Das zeigt, was für eine hohe repräsentative Bedeutung dieses Gebäude auch hatte. Es war eben kein reiner Funktionalbau und einfach nur ein Postamt, sondern ein Haus, das zeigen sollte, dass Hamburg mit der Welt verbunden ist. Das tut das Gebäude mit der Zentralbibliothek übrigens auch heute noch. Über 1 Million Besucher aus allen Kulturen, aller Altersklassen und aller Interessensgruppen besuchen die Bücherhallen heute noch pro Jahr. Dass das Gebäude am Hühnerposten so markant von Weitem schon heraussticht, liegt vor allem an dem Baumaterial, das dem Gebäude seine typische Farbe verleiht. Und verbaut wurden hier für Hamburg ganz typisch rote Ziegel. Wir sehen, und es sind ganz besondere Ziegel, die hier verwendet wurden. Es handelt sich um die sogenannten Rathenauer Ziegel, die aus dem Elbe-Havelland stammen. Dort war schon seit dem Mittelalter eine sehr florierende Ziegelindustrie im Gange. Und schon der Architekt von Friedrich des Großen, Ludwig Manger, hat diese Rathenauer Steine empfohlen, wenn man ein richtig gutes Gebäude bauen will, denn nur diese Steine würden eben starken und freien Feuer standhalten können. Die ursprünglich verwendeten Ziegel sieht man eigentlich noch an der gesamten Fassade an allen Seiten. Wir haben allerdings einen Bruch sozusagen. Und zwar gab es einen Kriegsschaden relativ am Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945. Schlug hier in das Gebäude genau in die Mitte eine Bombe ein. Und so gab es ein großes Loch hier an der Hinterseite, das natürlich nach dem Krieg direkt wieder repariert werden musste. Die ursprünglichen Ziegel waren dann nicht mehr erhältlich, weil die Rathenauer Ziegeleien so ab den 1930er Jahren so langsam ihren Betrieb eingestellt haben und man wahrscheinlich auch nach dem Krieg so hochwertige Steine gar nicht finanzieren konnte. Und insofern wurde hier diese Stelle ausgebessert mit einem anderen Ziegel, was man sehr gut erkennen kann. Auch die Fassade ist nicht mehr so aufwendig und liebevoll gestaltet. Wir haben hier nicht mehr
diese Wechsel in den Fenstern mit den Fensterläufen, sondern eben eine sehr schlichte und funktionale Gestaltung. Wir befinden uns hier in einem unserer Büroräume. Der Grund, weshalb wir hierher gegangen sind, ist, dass ich Ihnen gerne ein Detail an den Ziegeln zeigen wollte. Und zwar haben diese vielen Ziegeleien im Elbe-Havel-Land jeweils einen Stempel auf den Ziegeln hinterlassen, um zu beweisen, dass es sich eben um diese richtige Markenware, um diese Qualitätsware der Rathenauer Ziegel handelt. Wir bei den Bücherhallen haben recherchiert, wo genau unsere Ziegel vom Hühnerposten herkamen. Es ist eine Ziegelei namens H. Burkhardt im Jerichower Land. Und es gibt sehr, sehr wenige Stellen an der Fassade, wo man tatsächlich Ziegel mit dem Stempel findet. Wir haben hier in diesem Büro einen dieser seltenen Ziegel an dieser Stelle, wo man den Namen H. Burkhardt und Rathenau sehen kann und man eben genau weiß, dass diese hochwertigen Ziegel hier verbaut wurden. Wir sind jetzt in der Zentralbibliothek auf der ersten Ebene. Das Bahnpostamt in seiner ursprünglichen Form, wie es gebaut wurde und eröffnet wurde 1906, war schon relativ bald zu klein. Und so begann bereits von 1923 bis 1927 eine Umgestaltung und das Haus veränderte sein Aussehen ganz vehement. Und das, was wir sozusagen von alten Bildern kennen, diese ursprüngliche Form in dieser neogotischen Bauweise, ist heute nicht mehr wiederzuerkennen. Es wurde stilistisch komplett umgestaltet. Vor allem an der Fassade sieht man das so, wie es heute aussieht, wie es auch tatsächlich damals geplant wurde. Wenn wir hier einmal den Entwurf angucken, dann sehen wir, dass das Haus um zwei Vollgeschosse und zwei Staffelgeschosse aufgestockt wurde und diese verspielten Türmchen und Erker komplett verschwunden sind und wir eine ganz dominante Vertikale haben. Wir haben ganz mächtige Treppenhaustürme und die prägen dieses Gebäude und sind bis heute noch ganz einmalig. Für die Gebäude hier in Hamburg gibt es eigentlich kein Haus, das in seinem Aussehen ähnlich gestaltet ist. Wir gehen mal raus und gucken uns das gleich mal an. Sie sehen hier, das war das ursprüngliche Eingangsportal in der ersten Bauphase. Dieser Eingang war vorgesetzt und wir hatten hier das erste Geschoss, das war das zweite und danach begann das Spitzdach. Das wurde weggenommen. Über das zweite Vollgeschoss sind zwei weitere Vollgeschosse gebaut worden und dann die zwei Staffelgeschosse, die wir hier oben sehr schön sehen, mit diesen kleinen spitzen Fensterchen. Und der Eingangsbereich hier wurde nach vorne genommen. Wir haben hier diesen großen Treppenhausturm und zwei weitere an den Seiten. Und so wie das Gebäude eben geplant war, wurde es auch realisiert und 1927 fertiggestellt. Wir befinden uns hier im ehemaligen Eingangsbereich des Bahnpostamtes. Und zwar ist das hier das Pförtnerhäuschen gewesen. Die Post hat diesen Standort hier 1997 aufgegeben. Ganz am Ende haben hier noch 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet und bis zu 4 Millionen Brief- und Paketsendungen wurden täglich noch verschickt. Hier in dem ehemaligen Eingangsbereich des Postamtes sieht man die Umgestaltung zur zweiten Bauphase in Richtung Backsteinexpressionismus am besten. Wenn wir hier einen Blick werfen auf die Wandgestaltung, auf die Ziegel und auch auf die Geländer, dann sind wir unwillkürlich erinnert an das in der Nachbarschaft liegende Kontorhausviertel mit dem Schiederhaus. Die Wandgestaltung hier wird in ihrer Ornamentik und in ihrer Plastizität vor allem erreicht dadurch, dass die Ziegel
in dieser Art und Weise angeordnet sind, wie sie es eben sind. Wenn wir sehen, ne, wir haben die hier so ein bisschen eine zweidimensionale Wirkung und das ist eben eine ganz andere Art der Ornamentik, als was im Gotischen eben umgesetzt wurde durch Verzierungen und verschnörkelte Formen. Es ist hier auch ein ganz anderer Ziegel als an der Außenfassade. Die Farbe ist viel dunkler, die Form ist eckiger, wirkt insgesamt härter. Ein sehr schönes Zeugnis auch für die Bauphase des Expressionismus der neuen Sachlichkeit sind die Geländer, die mit ihren sehr spitzen Formen, eckigen Formen, auch hier dieses Geländer. Es wirkt alles insgesamt härter und wesentlich düsterer als dieses, ja nicht direkt bunte, aber doch farbiger, verspielte, was wir in der ersten Bauphase des Neogotischen hatten. An der Fassade im Osten und im Süden finden Sie noch besonders schöne Zeugnisse aus der ersten Bauphase mit dem neogotischen Stil. Wir haben hier ganz viele Eingangsportale und Fenster, die verziert sind mit Blumenranken, mit Spitzbögen und Rundbögen. Und da sind noch einige verschiedene in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Dieses ehemalige Fenster ist ganz besonders schön. Es ist verziert hier oben mit Eichenranken in einem Sandstein, der einen ganz schönen Kontrast bildet zu dem roten Backstein und eben ein wunderbares Zeugnis ist aus dieser ersten Bauphase, was wir an der Fassade vorne überhaupt nicht mehr finden, weil an der Fassade vorne eben durch die Umgestaltung diese starken Vertikalen entstanden sind und die Treppenhaustürme die ehemaligen Erker komplett ersetzt haben. Hier an der Südseite haben wir auch noch einmal ein ganz wunderschönes ehemaliges Eingangsportal. Wir sehen hier einen Spitzbogen und gerade dieses verzierte Eisenornament in der Mitte ist eine wunderschöne Reminiszenz an die gotische Architektur, erinnert tatsächlich ein bisschen an sakrale Bauten, an Kirchen. Also wenn man sich hier dieses Detail anguckt, das ist noch eines von diesen ganz schönen erhaltenen kleinen Details aus der ersten Bauphase. Ja, wir befinden uns hier im Treppenhaus auf der Westseite, mein Lieblingstreppenhaus. Ich möchte gerne ein bisschen was zu den Geländern, zu den Treppenhäusern erzählen. Die Geländer in den Treppenhäusern wurden an allen Seiten rekonstruiert und erhalten. Wir haben hier ganz aufwendig gefertigte Eisengeländer mit verschiedenen botanischen Motiven. Wenn wir hier mal gucken, hier finden wir das Kastanienblatt bis hoch in das vierte Geschoss. Andere botanische Motive haben wir zum Beispiel auf der Nordseite, haben wir verschnörkelte Eichen mit Früchten und Blättern und auf der Westseite haben wir Liliengewächse oder lilienartige Gewächse und so erlebt man, wenn man die verschiedenen Treppenhäuser begeht, eben immer eine ganz unterschiedliche, ja, botanische Atmosphäre sozusagen. Was hier auch sehr schön ist, sind die kassettenartigen Decken, die hier noch erhalten sind. Das erinnert tatsächlich ein bisschen an die gotischen Kirchen, an die Decken mit den Bögen, die man dort sieht. Und so sieht man eben auch hier in den Treppenhäusern sehr schön die Erinnerung an die erste Bauphase dieser neogotischen Zeit. Wir sind hier auf dem Weg von der ersten Ebene zu unserer Jugendbibliothek und wir befinden uns im Treppenaufgang Nord. Hier haben wir die bereits von mir erwähnten sehr schönen Eichenblätter, die man vor allem an der Innenseite gut erkennen kann. An dieser Stelle sieht man sehr schön, dass die Treppenhäuser innen auch eine Verbindung zu dem Außen, zur Fassade darstellen, weil, wie wir ja vorhin gesehen haben, hatten wir dieses Fenster mit dem verzierten Eichenlaub und auch hier finden wir die Motivik der Eiche wieder und so wird eben aus dem Inneren des Hauses eine optische Verbindung zur äußeren Fassade hergestellt.